Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Frühmorgens fuhr ich in Tiflis los, nachdem ich vor meinem Wecker im Hostel aufwachte. Gepackt war schnell und es ging zum Parkplatz von Wim. Das Ziel Upliszice war schnell bei Google Maps eingetragen und es ging los. Die Dame von Google Maps sendete mich plötzlich durch völlig kleine Gassen, anstatt zur Hauptstraße. Wegen des georgischen Unabhängigkeitstages waren die großen Straßen und Plätze gesperrt und wurden zur Veranstaltungsfläche umgebaut. Kreuz und quer ging es also los, aber nach kurzer Zeit war ich dann auf der Straße Richtung Gori. Beim Start meldete Google Maps, dass ich für die 77 Kilometer 1,5 Stunden benötigen sollte. Es wurden jedoch 2 Stunden. Guten Morgen! Guten Morgen, die Sonne scheint, es ist blauer Himmel. Hier sind gerade die Felder ja, gelb und es ist alles grün, sieht alles schön aus. Ich bin in Tiflis heute Morgen gestartet. Ich bin ziemlich früh im Hostel aufgewacht, habe ich gedacht, komm, startest du einfach und dann hast du ja Zeit, kannst du fahren. Wim schnurrt wie eine Eins. Ich hoffe, das bleibt so bis Frankfurt. Und ich habe jetzt nur noch 33 Kilometer, eine halbe Stunde bis Apazice. Das ist nämlich heute mein Ziel, also mein erstes Ziel. Es geht nach Apazice. Da ist da gibt es eine alte Höhlenstadt aus dem ersten Jahrhundert. Die ging wohl bis zum 5. Jahrhundert, dann kam jemand, hat so umgemetzelt. Und die werde ich mir jetzt anschauen. Das wird so eine Stunde, zwei Stunden dauern. Käffchen werde ich mir dort kochen wahrscheinlich. Ja, und dann geht es weiter nach Gori. Gori ist die Geburtsstadt Stalins. Da werde ich übernachten, weil mir das sonst zu weit wird. Habe ich eine schöne Unterkunft mir gebucht. Und ja, da werde ich mir das Stalin-Museum anschauen. Allerdings muss man dazu sagen, so wie ich das gelesen habe,
wird da Stalin eher verherrlicht als irgendwie kritisch sich damit auseinandergesetzt. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und ja, ich hoffe, dass die Straße so gut bleibt, wie sie bis jetzt war. Wim so weiter schnurrt wie ein Kätzchen, wie er es heute Morgen auch getan hat. Und dass das Wetter so schön bleibt. Und bin gespannt, ja, was Apache und Gori für mich zu bieten hat. Und natürlich auch für euch. Kurz vor dem Parkplatz der Höhlenstadt sehe ich einen Bäcker und kaufe mir ein Lavaschbrot für ein Lari, ca. 35 Euro Cent. Dem Frühstück auf dem Parkplatz steht somit nichts mehr im Wege. Ich bin jetzt angekommen in Apache. Die Höhlenstadt kann ich sogar von hier aus sehen, von meinem Platz. Die Sonne lacht und der Tag hat gut begonnen. Die Straße von Tiflis hierher war super. Also in Tiflis war selber auch noch nichts los, weil ich so früh los bin. Bin einfach so früh im Hostel aufgewacht. Hat gut geklappt. Ja, Brot habe ich mir am Ortseingang hier gekauft oder im Ort. Ein Lari, 50 Cent. Kaffee habe ich mir kurz gemacht. Mit meinem Gaskocher. Jetzt sitze ich hier, genieße mein Frühstück und das ist für mich eigentlich Erholung pur. Im Hintergrund läuft die Musik von denen. Ich glaube, da ist so ein kleines Café. Und was soll ich sagen? So habe ich mir das erträumt, so habe ich mir das erwünscht. Und jetzt genieße ich einfach noch in Ruhe meinen Kaffee. Gestärkt mit einem Frühstück und einem Kaffee lasse ich jetzt Wim noch vom Parkplatz und gehe hier hoch in die Felsenstadt rein und werde mir die mal anschauen. Ich bin gespannt, wie die ausschaut. Ich denke mal so eine Stunde ungefähr wird man da drinnen verweilen können. Ja, let's go explore! So, ich habe jetzt eben an der Kasse bezahlt. Es gibt zwei Tickets. Einmal für 15 Lari kann man ein Museum besuchen und die Felsenstadt an sich. Und eins für 20 Lari. Da gibt es dann irgendwie noch eine Weinführung mit Weintasting oder Weinerklärung mit Guide am Ende. Das habe ich mir mal gegönnt und bin gespannt, was es dann da noch zu sehen geht. Aber jetzt geht es erstmal los, auf ins Museum und dann hoch in die Höhlenstadt.
Also ich bin jetzt im Museum und das ist relativ überschaubar. Scheinbar ist es nur dieser eine Raum. Hier nebenan läuft noch eine Videoinstallation, die irgendwas zeigt. Und ja, hier gibt es ein paar alte Tonkrüge zu sehen. Aber wie gesagt, nicht viel, eher so 5 Minuten ist man durch. Ja, jetzt geht's los, geht's hoch in die Höhlenstadt und zur Erklärung gibt es auch hier nochmal so eine, wie soll ich sagen, kleine Übersicht. Okay, es gibt 22 Stationen. Ich laufe einfach mal durch und schaue, ja, was zu sehen gibt und wo ich überall vorbeischaue. Ja, ich stehe schon ein bisschen weiter oben. Hier hinter mir sieht man auch schon ein paar Höhlen. Früher waren diese Pfosten, die jetzt so blöd mit Beton, ja, die ganzen Sachen abstützen, waren wohl aus Holz, die das dann auch abgestützt haben. Hätte man ein bisschen schöner machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja immerhin eine alte Denkstätte, aber okay. Vielleicht wird es irgendwann mal gemacht und jetzt tut es halt der Beton auch. Ist wahrscheinlich sehr preisgünstig. Das Felsenplateau wurde schon in der Bronzezeit von Menschen besiedelt, jedoch entstand die Höhlenstadt Uplitzsiche im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Felsenstadt entwickelte sich zu einem Handelszentrum an der Seidenstraße und hatte rund 5000 Einwohner. Die erste schriftliche Erwähnung stammte aus dem 1. Jahrhundert. Übrigens, Uplitzsiche heißt übersetzt Festung Gottes. Oben auf dem Plateau thront eine Basilika aus dem 10. Jahrhundert. Die Lage der Höhlenstadt, die entlang der Seidenstraße entstand, wurde im Laufe der Zeit auf dem Felsplateau zu einer Art Festung ausgebaut. Der Fluss Kura bot schon eine gute Verteidigungslinie. Versuche, Uplitzsiche zu erobern, schlugen immer wieder fehl. Erst im 13. Jahrhundert gelang es dem Mongolenherrscher Ögdai Khan, Uplitzsiche einzunehmen und zu zerstören. Jetzt werde ich mir noch die Kirche ansehen und danach geht es noch ein Stückchen weiter zur Weinprobe. Hinter mir ist die Kirche, da gehe ich jetzt mal rein und schaue mir die an. Das war's. Jetzt geht's Richtung Ausgang, aber für mich geht's noch zum Weinkeller oder zur Weinprobe. Ich bin mal gespannt, wie es ausschaut und ja, was da noch zu sehen gibt. Thank you.
jetzt wirklich eine kleine Weinprobe, die werde ich jetzt mal machen und mir mal anschauen. Hello. English, right? English, yeah. One ticket without group or with a group? Oh, without group. Your ticket includes four degustating three different types of wine with the dried fruits and cheese, dried apples, dried plums, this is cheese and churchella, our traditional snack and sweet with a walnut and grape juice. Georgians have got 8,000-year-old tradition of making wine, and we are the oldest country with a wine history and with a wine culture, and we have got two methods of it. They are called Georgian traditional method and European. This sculpture illustrates how Georgians make wine. This is a vineyard, the man standing inside is crushing the grapes and after everything restoring quickly in a clay pot. Quarries are here under the ground, these 6 each weigh 80 liters and throw behind 160 liters. We sell wine here in minimum for about 6 months, maximum is a year. But with the skin and with the leftovers, not only the juice, but for the European method we use only juice, without skin and without leftovers. First wine is made with a Georgian traditional way it was vinified in Quarry. That is why it has got this amber color. People call it orange wine, but it is called amber. 2 years old, 12% of alcohol. Riecht sehr gut. Und kaum Säure und sehr fruchtig. Sehr lecker. Thank you. You're welcome. Very good. Ja, das Weintasting war wirklich gut. Die drei Weine waren sehr lecker. Kaum Säure. In Armenien bin ich das ein bisschen mehr gewohnt gewesen, dass mehr Säure in den Wein ist. War wirklich sehr lieblich. Nicht schwer, der Weißwein, der war sehr fruchtig und leicht und auch selbst die Rotweine waren jetzt nicht schwer. Jetzt. Den Straßenverlauf von Ablis-Zicke Komplex Rot noch 6 Kilometer folgen. Ja, wie ihr gehört habt, 6 Kilometer folgen. So, das war jetzt Ablis-Zicke und die Höhlenstadt. Ich fand es eigentlich sehr interessant. Eine Stunde, 2 Stunden wird man verbringen. Vielleicht ein kurzes Fazit, ja. Was soll ich sagen? Ich finde das mit diesen Betonpfosten, das hätten sie ein bisschen schöner lösen können. Denn jetzt war der Parkplatz voll und es waren wirklich viele Touristen da. Ich denke mir, das Geld könnte man dafür gut investieren. Ja, diese 2 Preise für einmal 15 Lari für nur den Eintritt und 20 Lari mit dieser kleinen Weinprobe am Ende. Ich fand, die 5 Lari haben sich gelohnt. Die Weine waren echt lecker. Die Weinprobe war ja auch ganz gut erklärt, auch auf Englisch. Gut verständlich. Mir haben die Weine gut geschmeckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, jetzt fahre ich nach Gori und freue mich auf den Rest des Tages. Ich werde jetzt erstmal schauen, ob ich in der Unterkunft direkt einchecken kann. Es ist zwar noch viel zu früh, ungefähr 2 Stunden oder so oder 3. Ja, und dann geht es nochmal in das berühmte Stalin-Museum und dann schaue ich mal, was der Tag noch so zu bieten hat. Oder was Gori noch zu bieten hat, das ist ja viel wichtiger gesagt. Und naja, jetzt gibt es erstmal noch 20 Minuten Fahrt. 13 Kilometer steht hier drauf bei Google, also ja, auf geht's. Was dich in der Folge 10 erwartet? Es geht nach Gori weiter und hier möchte ich mir das Stalin-Museum ansehen.
ob es ein Besuch wert ist. Freut dich auf die nächste Folge und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass ein Like da und abonniere den Kanal. Um keine Folge zu verpassen, drück einfach auf die Glocke. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Life is so easy.